Kanal. Spinner. Hallo, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Expertenvideo an diesem heutigen Montag. Heute ist Sonntag. Aber ich sag's dir nicht. Ja, aber Expertenvideos kommen immer montags. Ja, wir haben heute wieder der... Na, stopp die Aufnahme, heute ist Sonntag. Wir haben heute wieder der Experte. Der Experte kommentiert Kommentare. Oh ja, das, was wieder ein Teil. So, das, was ihr immer so da unten schreibt, wenn wir immer sagen, so hier, mach mal Raute und irgendwas. Genau. Und hinter der Raute schreibt ihr einen Text und diesen Text hat Steffi wieder in ihr Büchlein geschrieben. Hier geht nichts verloren. Das wird, ihr werdet genau beobachtet und werdet genau beachtet und wir führen hier bei jedem ein Buch. Ja, darf ich da mal und anfangen? Bald ist Nikolaus. Und ihr wisst, was das heißt, wenn die bösen Dinge überwiegen. Dann kommt nämlich nicht der Nikolaus, dann gibt's was mit der Rute. Da, für dich da. Ne, du brauchst gar nicht jetzt hier komisch gucken. Erwischt. Kannst du mal sehen hier. Kriegst du ordentlich. Können wir jetzt anfangen? Ich brauche eine Rute. Ja, du hast eine Rute. Ich muss drohen können. Hm. Liebestest so. Teil 4, also aus dem... Der Kommentar. Ich heiße nicht Liebestest. Karin Ammer schreibt, hallo, wieder beste Unterhaltung an einem verregneten Nachmittag. Freue mich auf die nächsten Folgen. Macht weiter so. Moment einmal. Wie war das jetzt, Karin? Karin Ammer schreibt, wieder beste Unterhaltung an einem verregneten Nachmittag. Freue mich auf die nächsten Folgen. Macht weiter so. Du findest das vielleicht lustig, aber das ist... Ja, das sagst du jedes Mal. Ja, ich muss das mal klarstellen hier. Das ist keine Comedy, das ist... Das ist das reale Leben. So hast doch mal Mitleid mit Nein, mir. Nein, geh weg. Dich will hier keiner. Du machst nicht mehr mit. Nicole Ketteler schreibt. Mach die zum schon gleichen, wieder. Ne? Zum gleichen. So, weißt du, und wenn du immer die gleichen Kommentare, oder wenn du immer... Es kann mal sein, dass jetzt ein Kommentar doppelt war wie vom anderen Video. Ich habe den Faden verloren. Ja, oh, wie nicht cool. Den. Der erste Teil hat mir schon so gut gefallen. Ihr zwei seid echt spitze. Und ich feiere euch jedes Mal aufs Neue. So, nun geht es los. Mein Mann macht gerade frischen Kaffee und bringt mir eine Tasse. Läuft bei mir. Tja, er bringt mir gar nichts. Also, wenn's... Gar nichts bringt er mir. Einen dicken Haufen... Du bist jetzt still. Der Experte kommentiert Kommentare. Scheiße. So, wenn es bei dir läuft, geh zum Arzt. Heißt Inkontinenz. Ja, da kann man was dagegen machen, Nicole. So, was hatten wir noch? Es gibt aber auch Windeln beim DM für Erwachsene. Guck, da spricht die Expertin. So, warte, wo war... Sehr coole Exemplar... Ihr seid spitze, verregneter Tag. Ja, das war doch denn vom Vorher, Mensch. Was vom Vorher? Wir sind bei dem Kommentar, nicht bei dem. Ja, ich bin bei dem Kommentar. Da war noch mit dem Kaffee und LOL. Können wir auch mal nett zueinander sein? Ich gebe mir allergrößte Mühe. Ja, aber ich kriege ja von dir immer nur, machst du nicht mehr mit? So, ich will den Kommentar jetzt da kommentieren. Der erste Teil hat schon gut gefallen. Wir zwei sind spitze. Ja gut, alleine wäre ich besser. Aber sie blockiert und hindert mich hier ständig. Ist ja auch mein Kanal. Oh, mach das nicht. Aber ist egal. So, freut mich, dass wir dir den verregneten Tag gerettet haben. Und das ist der erste. Aber bist du dumm oder was? Ja, das darf ich nochmal sagen. So, und was war hier? Oh cool, der erste Teil. Ihr seid echt spitz und ich feiere. Kannst du dir nichts merken? Du feierst uns und lädst uns nicht ein. So, mach mal das Buch hier für Nicole. Du sollst Kaffee holen. Das geht auf die Seite nicht gut. Ohne uns feiern. Also wegen uns, aber ohne uns. Die Betty schreibt. Betty Bubsbach. Ihr seid so bekloppt. Ja. Ich finde euch echt klasse. Danke, dass ihr mich immer zum Lachen bringt. Sehr gerne. Aber er ist bekloppt, nicht ich. Wir sind bekloppt? Sie ist wie ein Schnitzel. Du bist bekloppt, ja, das stimmt. Ich habe gerade gesagt, du. Ja, wir bringen dich zum Lachen. Ja, dann haben wir. Ja, jetzt bringen wir dich nicht zum Weinen. Ja, ansonsten hätten wir hier nämlich noch formschöne. Danke. Heul doch. Nein, ist doch prima, wenn es euch oder wenn es dir gefällt, liebe Betty, dann darfst du auch lachen. Die Heike Fahrbach schreibt: Steffi, ich bin froh, dass du deine Drohung, du machst nicht mehr mit, nicht wahr machst. Sonst müsste ich mit dir schimpfen. Späßle, ich bin natürlich... Nein, nicht Späßle. Liebe Frau Fahrbach. Fahrbach? Ich muss doch noch weiterlesen.
gelesen. Ja, nun warte, lass mich doch erstmal den ersten Teil kommentieren zu dem Kommentar. Finde ich, ja, diese Drohung, die spricht sie ja fast jedes Mal aus. Dahin ist keiner. Dann brauchst du gar nicht gucken. Ich versuche ja alles, man nennt mich ja mittlerweile auch den Abonnentenkiller. Kannst du mal ein bisschen nach da rücken? Nein, ich bin hier. Man sieht aber meinen Hintergrund nicht. Was will man denn da sehen? Jetzt lass mich doch einfach mal den Kommentar dazu. So ist das schön. So ist das gut. Lass das sein. Also, ja, Abonnentenkiller hier, ne? Also nach jedem Expertenvideo hast du wieder 10 Abonnenten weniger. Ja, nicht mehr, weniger. Mhm. Das ist mein Job. Weil du einfach nervig bist. Nee. So ist ja ihre Entscheidung. Ja, mein Gott, schön, dass du mir den Rücken so stärkst und das gut findest. Spätzle, ich bin natürlich froh, dass der Experte dabei ist und den Spaß mit so viel Freude mitmacht. Nicht jeder würde das machen. Hast halt doch den Besten und er ist der Beste. Oh. Und er die Beste. Moment, das habe ich mich vertan. Hast halt doch den Besten und er die Beste. Dankeschön. Ich bin die Beste. Das weiß ich nicht, kann ich nicht beurteilen. In was denn? In was denn? Alle. Wie Frau Fahrenbach. Fahrbach. Frau Fahrbach. Fahrenbach. Fahrenbach ist im Sauerland, oder das nicht? Das geht runter wie übel. Ist das Fahrenbach ist im Sauerland? Ja. Oder ist das hier? Fahrenbach ist hier. Nee, beim Pfaffenhofen, ne? Ich glaube. Ist aber auch kackegal. Die Frau Fahrbach hat schon recht. Also, Dankeschön. Danke für diesen tollen... Jetzt sind wir bei Geburtssteine. Du erinnerst dich da, die Verlosung und so, ne? Ja, wurde Diamanten verschickt. Genau. Von Lucilla Blackberry. Ihr seid so unglaublich witzig, das glaube ich gar nicht. Ich lache mich platt. Ja, vor allen Dingen war ich bei diesen Videos gar nicht dabei. Doch, bei dem Geburtssteine-Verlosung doch. Ach, bei der Verlosung? Ja. Was habe ich mir... Hab ich platt. Sie ist platt. Plattfisch. Ja, da bist du platt. Ja, schön. Nicole Kettelers. Schon wieder. Genau. Ah, kommentieren auch mal andere oder nur die zwei? Ja. Ich feiere die Videos mit euch beiden so arg. Super. Könnt ihr euch beiden stundenlang zuhören bzw. zuschauen. PS, du siehst heute besonders gut aus. Oh, sie meint mich nicht. Nein, das kann überhaupt nicht sein. Mag es, wie du die Haare hier im Video trägst. Ja, gell? Das ist, hat sie geschnitten. Dachte, kann ja mal erwähnt werden. Ja, danke. Schön, Haare. Schön, dass dir meine Frisur gefällt, Nicole. Finde ich cool. Finde toll. Hallo. Hallo, auch wieder. Drück ab. Komm. Tanjas Colorful World schreibt. War das schon alles? Ja. War das schon alles? Ich hätte es. Wie war denn das jetzt? Ich hab schon wieder vergessen. Getan. Ja, komm. Ja, ja. Hm. Ich hab schon wieder vergessen. Tanjas Colorful World. Ah! Hab ich schon mal David, gehört. David, wenn du so frech bist, gibt es keine Brust mehr von Steffi. Boah. Jetzt warte mal. Ich muss mich. Wieso nicht mehr? Dann musst du schreiben, dann gibt's die nie. Du hast angefasst heute Morgen. Was habe ich angefasst? Die Brust. So eine Hühnerbrust, die ich in der Hand hatte. Du hast gesagt, wer deine. So, wenn man wollte. Hähnchenfilet, hier. Hähnchenfilet. So, habe ich Brust angefasst. Oder? Ja, muss reichen. Ja. Dann hast du gesagt, hier, fühlt sich genauso an wie meine, oder genau. Was? Genau. Ja, ist ja ekelhaft. Graufalter 50 schreibt. Habe ich auch schon mal gehört. Ihr beiden. Ja. Ich lach mich schlapp. Ja, bitte. Ich habe einen Stein gewonnen. Dankeschön, ich freue mich. Ja, da freut sich nicht jeder drüber über einen Stein. Wie schön, dass man euch so einfach glücklich machen kann. Hurra, ich habe einen Stein gewonnen. Ja, vielleicht war es ja sogar der Stein der Weisen. Probier das mal aus. Irgendwie kannst du damit Gold machen und kannst dann auch ewig leben oder so. Hab mal, habe ich gehört. Ich hoffe nicht, dass du jemals einen Stein... Ich frage für einen Freund. Findest. Au, jetzt hör auf. Guck, das Annette-Paket wurde auch kommentiert. Das Annette-Paket. Von der Doris Schmalebach. Schmalebach, Fadebach. Die Herrschaften sind wieder da. Klasse, weitermachen. Ja, mal gucken. Irgendwann wird sie die Drohung vielleicht doch wahr machen mit. Du machst nicht mehr mit. Da machst du nicht mehr mit. Oh, das muss jetzt heulen. Ja. Oh, heul doch. So. Ja, noch bin ich da. Mal gucken, wie lange noch. Theodora Rusch schreibt. Ach, das war er schon wieder. Ja, ich bin der größte Fan vom Experten. Oh, Theodora, ich liebe dich. Ich liebe dich. Hast du mal Bock auf einen Kaffee oder so? Gerade nichts vor.
Ich hole dich gleich mal näher ran, damit die das Elend auch sehen können. Nee, 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 nee. Was sie sich zum Kaffee einladen wollen. Das ist schon gut so. Theodora, du bist meine Lieblingszuschauerin. Jetzt gerade geworden. Bist du fertig? Nein, ja, es geht schon. Ja weiter. Die Babsi Makoria schreibt nämlich noch. Ich wollte noch mit dem Kaffee. Darf ich? Raute Expertenkaffee und dann gucken wir, ob wir uns irgendwie Kaffee. Babsi Makowiak schreibt. Kenne ich nicht. Ihr seid so herrlich bekloppt. Wir sind schon wieder bekloppt. Warum sind wir bekloppt? Immer werden wir beleidigt hier. Meine Raute geht an euch drei. Sehr gut. Denn Raute. Ihr seid alle spitze. Drück euch, Babsi. Graufalter kommt gleich. Ja, dann würde ich sagen, wir drücken mal ganz lieb zurück. Sehr gut mit der Raute, gut aufgepasst. Und was war da noch? Wir sind so herrlich, herrlich bekloppt. Ja, es ist halt so, wie es ist, ne? Ja, Graufalter 50 schreibt, ihr seid beide hübsch. Ich habe ja gesagt, ich hole den gleich mal nah ran. Dann seht ihr das alle ein bisschen anders. Ich muss mal dich von nah sehen. Warum tränt denn so hier mein Auge? Irgendwas vertrage ich nicht an Make-up, oder? Es ist er. Die sollte dich mal ungeschminkt sehen. Und dann ist nichts mehr mit hübsch. Petra! Dann kommt nämlich da Raute und kommt Raute und Steffi macht nicht mehr mit. Petra Pliester schreibt, ihr zwei seid echt so schön anzusehen. Boah, was ist denn heute los mit euch? Immer wieder schon allein dafür müsst ihr Pakete bekommen. Ich warte noch immer darauf, dass der Experte mal einen Karton Krisselpapier über den Kopf ausschüttet. Hör mal, bist du bekloppt? Schickt mir Krisselpapier. Nein, irgendwann schafft er das. Ihr seid spitze. Hör mal, dann frisst er das. Ja, ich arbeite dran. Ich muss nur den richtigen Moment irgendwie abpassen und ich brauche einen Karton mit Krisselpapier. Du solltest dir bewusst sein, was danach passiert. Möchtest du das riskieren? Aber erstmal habe ich Spaß. Und möchtest du nie wieder riskieren? Ja, das riskiere ich ja schon seit. Das ist ja schon. Da hat man ja schon dran gewöhnt. Ich weiß gar nicht, was du meinst. Ja, ich auch nicht. Wer war das jetzt? Petra Pliester. Schick Krisselpapier. Nein. Müllsack voll. Also, Rebecca Furcht schreibt. Oh, jetzt habe ich Angst. Ihr seid so lustig und unterhaltsam. Ich würde gern ein Video sehen, wie du vom Experten geschminkt wirst. Oder vielleicht auch andersrum. Also, das eine ja, das andere wird es nicht geben. Das eine machen wir morgen und das andere wird es nicht geben. Möchtest du noch was sagen? Was war da noch? Gruselig und nein, was? Was hat sie denn jetzt gesagt? Ich soll dich schminken. Nein, das wird es hier nicht geben. Ihr könnt ja mal gut aussehen danach. Wie ein schwuler Experte. Ich mag es einfach. Ich mag auch keine Karnevalschminken. Ja, aber du musst mal Creme ins Gesicht. Ich habe mich eben eingecremt mit dieser roten Tube, die du mir dahingestellt hast. Ja, guck, das hat nichts geholfen, ne? Ich sehe jetzt so doch, aus. Du bist so schön glatt. Du hast mir hier einen draufgehauen. Du hast immer Augenbrenner und das kommt von der Arbeit. Zuckererbse. Zuckererbse. Der Experte braucht einen eigenen Kanal. Hä? Wer soll den denn gucken? Da hat er gar keine Zeit für. Dann bräuchte ich ja auch ein eigenes Zimmer. Ja, gehen die Zimmer aus. Ja, und außerdem hat er auch gar nicht die Zeit dazu. Aber mir fehlt in der Tat wirklich die Zeit, um da regelmäßig was zu machen. Deswegen sabotiere ich hier Schnucki-Eis-Kanal und habe da meine kleinen Momente, die er offenbar... Auch wenn sie nicht glänzend sind. Ja, aber... Ja, was? Nee, ja, schön. Wenn ihr mal wirklich... Pass auf. Schreibt doch einfach mal unten in die Kommentare, was wünscht ihr euch denn von ihm für Videos? Raute, A, Thema, was ich machen soll und B, wie lange. Also. Er hat jetzt schon ein Kochvideo gemacht. 5 Minuten, 10 Minuten, eine Stunde, 2 Stunden. Aber ihr müsst beides schreiben. Ich brauche ein Thema und eventuell ein paar Stichpunkte dann von euch. Raute, Thema, Stichpunkte und Länge des Videos. Und ob sie mitmachen soll oder nicht. Ja, ich weiß, die Frage können wir mal sparen, die macht nicht mit. 99 Fragen für Verliebte Teil 3 kommt jetzt. Die Kommentare. Kannst du denn jetzt schon einen Kommentar dazu Heike haben? Heike Alice. Die Antwort, ich sehe dich gerne im Mondlicht, blutüberströmt mit einer Axt im Kopf am geilsten. Ich musste so lachen.
Erinnerst du dich noch daran? Ja. Wie siehst du mich? Wie ich dich gerne mal sehen möchte. Ja. Ja, ich bleib dabei. An der Antwort wird sich nichts ändern. Oh, der Akku macht gleich schlapp. Genau. Jetzt haben wir aber noch eine Frage. Eine Frage oder einen Kommentar? Ein Kommentar. Dann Salzburg Vlog Teil 1. Romy Wichmann schreibt, schönes Salzburg und deine Mieze so süß. Welche? Das war bestimmt der Putzki. Der Putzki. Ich kann mich jetzt nicht dran erinnern, was da... Wie war das jetzt? Vlog? Vlog. Vlog. Ins Herz. Wann? Schönes Salzburg und deine Liebe. Und deine Mieze, so süß. Die kommt noch immer am Ende des Videos. Ja. Die sind alle drei süß. Aber wenn sie auch... Ja, wir kommen gleich wieder. Wir müssen nämlich mal eben den Akku wechseln. So, da sind wir wieder. Mit Kommentare von euch. Was seht ihr umgekippt? Dein Handy ist das nur. Oh, nur mein Handy. Ja, sollen wir weitermachen? Ja, machen wir weiter. Also, Salzburg Teil 2. Die Steffi schreibt... Hä? Okay. Das ist, ich habe selber geschrieben, genau. Ist ein bisschen peinlich, seine eigenen Videos zu kommentieren. Ja, sonst macht ja keiner. Okay, was hast du denn? Vielen Dank für diese beiden Videos. Schönste Einstellung der Watzmann in Berchtesgaden. Dort waren wir schon so oft und in Salzburg auch so toll. Ja, er war ja angeblich auch auf dem Watzmann. Ich weiß noch nicht wann. Sie hat mich auf dem Watzmann geschleppt. Ist überhaupt nicht wahr. Ich musste da hochlaufen. Ja, genau. Nämlich. Ja. Der war vom Weiten, haben wir den gesehen, die Einstellung im Watzmann. Aber er ist nie im Watzmann hochgelaufen. Wird er auch nie tun, wird er auch nie schaffen. Kriegt einen Herzinfarkt. Kannst mal... So, Zuschauerpost von Nicole. Da ist ein Kommentar runter gewesen von Violetta Lovin. Oh, wunderschön, das freut mich so sehr. Mir liefen auch ein paar Tränen, fand es so wunderschön. Ja, wir können auch lieb. Und ich weiß jetzt nicht genau, weshalb die Tränen liefen. Also, morgens wache ich auf, drehe mich zur Seite und dann kommen mir auch die Tränen, wenn ich die Augen öffne. Und mir kommt es brechen. So, das ist nun mal so im Leben. Jetzt weiß ich nicht, warum dir die Tränen kamen. Was war das für ein Paket? Wahrscheinlich, weil sie gerührt war durch die Briefe, die die Leute immer auch schreiben. Ja, das ist wirklich immer ganz toll. Also die Leute, die hier schon mal Paketchen und Briefe und Kärtchen schicken. Die sagen wenigstens was Nettes zu mir. Die, auch wenn du es nicht verdient hast. Kannst du mal lieb sein? Ich bin einmal? Ich bin doch lieb. Guck hier. Guck mal. Nee, das will ich ja nicht. Nee, das ist ja nur gespielt. Ist nur Show für euch. Wobei, bin doch ganz lieb. Nur wenn du was willst. Kommentare kommentieren Teil 2. Rebecca Furcht. Wann unterbreche ich dich mal? Ja. Ihr seid so witzig. Weiter so, ihr zwei. Jawohl. Ja, er unterbricht mich ständig. Wenn ich unterbreche was sage, dich überhaupt nicht. Doch, wenn ich was sagen will, dann halt da. Siehst du, genau. Das ist wann kann ich dir ins Wort? Jedes Mal. Ich möchte das gerne mal genau wissen, wann ich dir ins Wort falle. Conny Stegemann. So. Ja, hallo Conny. Und so, aber jetzt sag einfach mal. Hör auf jetzt! Ich kneif sie dir ab. Und ob du die besten Verlosungen machst. Super Videoreihe. Ja, und ich muss auch mal schreiben, dass ich das Intro und die Katzenbilder zum Schluss immer ganz toll finde. Meine Familie kennt die Titelmelodie auch inzwischen. Wow. Debbie ist wieder da. Wo war das? Wo war das? Wo war es jetzt? Wie war das, Conny? Ja, und ob du die beste... Ja, Verlosungen. Das muss ich ja wirklich sagen, da hat die Conny recht. Du machst nicht nur die besten Verlosungen, du machst doch viel zu viele. Ja, aber manche sind damit nicht zufrieden. Die wollen Ferraro. Du machst viel Ferrari. Zu viele. Nein, ich habe das zusammengestaut. Ich habe nur noch eigentlich eine die Woche. Das ist okay. Und dann gibt es immer noch eine Bonusverlosung, weil... Und ja, weil Weihnachten dann, ist dann und so. Dann habe ich da noch eine Verlosung, weil das kann muss ich auch jetzt. Für. Und dann mache ich hier noch eine Verlosung. Abonnentenverlosung. Weil das hab ich schon lange geplant. Und dann habe ich hier noch eine Verlosung, weil das hat sich einer gewünscht. Und dann habe ich da noch eine Verlosung, weil das muss weg. Genau, das ist das Beste. So. Little Miss Satan schreibt. Ah ja, der Name ist mir bekannt. Den 10 Uhr ist Steffi-Time. Doch Steffi, du bist was ganz, ganz Besonderes. Deine Experte natürlich auch. Und vor allem unsere liebe Glücksfee Monique. Ja, danke schön. Das stimmt. Du bist eine ganz, ganz Besondere und auch eine ganz, ganz nette Person. Ja, manchmal. Non grata. Persona non grata. Du bist die netteste Persona non grata, die ich hier kenne. Die Niki, die ja total auf dich steht und die jetzt jedes Echt? Mal... Ich,
Warte, warte, ich höre. Sie, so, sie Sarah hat ja vorhin mal, also habe ich ja Ärger von der Niki bekommen, weil ich sie ihm beim Tauschpaket nicht dabei hatte. Zu Recht. Und jetzt schreibt sie, herrlich ihr zwei, mehr nicht. Damit ist auch alles gesagt, Niki. Das ist... Also beim nächsten Tauschpaket, Niki, wenn wir 2-1 machen, ist er dann auch dabei. Na? Ja, da hat sie nämlich ganz schön einen auf den Sack gekriegt dafür, dass ich nämlich nicht dabei war. Da war die liebe Niki nämlich sehr enttäuscht. Und schaut mal da rein, bei Nikis Lifestyle. Was ich gut verstehen kann. Na, bei ihrem Kanal. Und wir haben da auch. Du fällst mir ständig ins Wort. Wir haben da auch ein Trash. Ich unterhalte mich doch hier. Wir haben nämlich auch da ein Trash-Paket am Laufen. Also schaltet mal du rein. Du hast schaltet pünktlich ein. Halt die Fresse. Werden morgen alle Mann auf Gelesinseln sein. Das ist urheberrechtlich geschützt, die Melodie. Gibt es Gilligans-Insel eigentlich? Aber gibt es nicht in Deutschland, ne? Nee, die ist nicht in Deutschland. Nur bei Alf. Nein, die ist nicht bei Alf. Aber die gibt es wirklich, ne? Die ist links neben Hawaii auf der Karte. Mhm. Guck mal, Google Earth auf, da hast du Gilligans Island. Zwei Kommentare noch. Babsi Makowiak schreibt. Babsi, hat man gerade eben schon. Hallöchen. Und natürlich ist Steffi was ganz Besonderes. Boah, mega lieb. Der Experte? Die ist höchst vor der Kamera. Ab und zu mal ein bisschen. Nee, aber selbst hier, obwohl es Zeugen gibt, schlägt die mich hier vor euren Augen. Die ist nicht der Experte hat recht. Wenn ihr bzw. du nur einem Menschen helfen könnt, kannst mit den Videos, dann lohnt es sich auf jeden Fall. Ja. Mir gefallen und helfen sie auch immer nach einem miesen Tag. Danke dafür und macht weiter so. Sehr gerne. Das ist nochmal, wie gesagt, eigentlich so der Hauptgrund, warum diese Videos überhaupt gibt. Zum einen, weil du sie einfach nur gerne machst. Ja, und zum anderen, er hat gesagt, das machen wir nicht wegen Abonnenten oder Kommentare oder so, auch wenn sich das nicht verhindern lässt, offenbar. Ihr seid unvermeidbar. Schön, dass es so ist. Aber der Grund ist einfach, wenn auch nur irgendeiner, eine einzige Person, die so ein Video anschaut, damit sich glücklich fühlt, mal lachen kann, mal lächeln kann, für ein paar Minuten allen Scheiß vergessen kann, dann hat es sich für uns gelohnt. Genau. Na, wir wollen weil so sehe ich das ja auch und da das ist mir auch so gegangen. Aber oder gehen wir auch so und beim Scheißtag mal einmal zack, Videos anmachen, kommst auf andere Gedanken. So. Na, dann freut uns das und natürlich ist diese Rückmeldung dann auch schön, wenn wir es wieder geschafft haben, irgendeinen Tag zu versauen. Zu retten. Einen versauten Tag zu retten. Was war das eigentlich? Kommentare kommentieren Teil 2? Nee, 4 jetzt? Oder 5 schon? Nee. 4, 5? Wir haben immer zu wenig Kommentare, damit wir schon so weit werden. Das ist Teil 1 jetzt hier. Nein, das ist Teil 3. Teil 3 ist das, glaube ich. Nee, ich glaube, das ist Teil 4. Ich glaube, das ist Teil 3. JJC Stokies, die macht oder er, ich glaube sie. Das Ende. Das Ende ist nah. Also ihr zwei schafft es immer, mir ein Lächeln auf das Gesicht zu zaubern. Sehr gerne. Ja. Achso, das war der Kommentar, oder was? Ich dachte, da kommt noch mehr. Nein. So, ihr müsst da steht doch so, ihr zwei schaffen immer ein Lächeln auf das Gesicht zu zaubern. Ja, wir sind halt Magic. Deswegen können wir auch. Aber er ist nicht Magic lächeln. Mike. Deswegen können wir auch lächeln. Der ist so weit weg von Magic Mike. Ich habe keine Ahnung, wer Magic Mike ist, aber der kann mir auch gestohlen bleiben. Ich weiß nicht, wer das ist. Sowas wie die Chippendales. Wer sind die? Ich kenne die Chipmunks. Nee, Chippendales, die ziehen sich aus, die Männer. Ich kenne die Chippendales, die sind gut auch nackt. Gut gebaut und so. Ja, so wie ich, oder was? Ja, genau. Ja, ich bin gut gebaut. Klappe zu, nee, Kommentare zu. Bis zum nächsten Mal. Denkt dran, schöne Raute. Und denkt daran, hier, macht eine Raute, ein Thema, ein paar Stichpunkte und wie lange. Ja, viele Kommentare immer unter den Expertenvideos, damit wir wieder neue Kommentare kommentieren können. Ich habe schon gesagt, wenn da wirklich jetzt noch so ein paar Anfragen kommen, könnt ihr eine Stunde mal zuhören. Nee, eine Stunde kannst du denen aber nicht zuhören. Das ist Kopfschmerzen. Ich brauche dann ein Thema von euch. Das muss ein gutes Thema sein, wo ich auch drüber reden. Lichtgeschwindigkeit. Lichtmopsgeschwindigkeit. Da kennt er sich aus. So. Er ist nämlich ein Jünger des Lechs. Oh Gott. Natürlich bin ich jünger als Lesch. Ein Jünger des Lesch? Ja, ich bin jünger als Lesch. Das hast du gut erkannt. So, also, wenn euch das Video gefallen hat... Trotz, dass ich jünger bin, weiß Harald Lesch... Dann schaltet beim nächsten Video wieder alles, ein. Alles, was er weiß, weiß er von mir. Ja, genau. Nee, ich bin der Experte. Wir wünschen euch noch einen schönen Tag. Wünschen wir schönen Abend. Bleibt alle gesund. Und falls ihr nicht gesund seid, wünschen wir...
Gesundheit. Eine gute Besserung. Ja. Gesunde, gute Besserung. Genau. Schnelle Genesung. Also, bis zum nächsten Mal. Ach, guck, da und fleißig kommentieren, sonst ich, hat der hier nichts mehr, wo er mich nerven kann im Video. Da liegt tatsächlich jemand im Krankenbett. Ich wünsche dir ganz gute Besserung. Werd schnell wieder gesund und schreib einen lieben Kommentar, dann antworte ich dir auch. Also in dem Video. Also, wenn sie mir nicht ständig... Er ist nämlich hier, ich bin ein Star, holt mich hier raus. Quatsche mir schon wieder rein. Ich unterhalte mich gerade mit dir, ich drücke dir die Daumen, dass alles wieder schnell in Ordnung kommt. Ihr wisst ja, unsere Kamera funktioniert in beide Richtungen. Das, siehst du das da im Krankenbett? Ja. Im Krankenhaus. Gute Besserung. Ja, alles Gute. Werd schnell wieder gesund. Und wir gehen jetzt? Wohin? In die Küche. Warum? Was essen. Ich habe gegessen. Ja, du, aber ich nicht. Ich musste mal mein Essen heute selber kochen. Ah, oh, ja. Pommes und Schnitzel. Das ist auch selber kochen. Ja, und? Ich musste es selber machen. Ja, auf Wiedersehen. Ich wurde nicht bekocht. Macht's gut. Ja, du bist ein ganz armer Kerl. Wer von euch will für mich kochen? Also, weil mein Kaffee, ne? Kanal geht vor. Da muss er sich mal selber essen machen. Kanal geht vor. Ich habe geahnt, dass es irgendwann mal so weit kommen wird. Ich werde hier weiter sabotieren. Bis zum nächsten Mal. Ich werde hier weiter Abonnenten vernichten.